Willkommen zurück zu FIFA 15. Wir sind jetzt im vorletzten Spiel, wie ich ja in der letzten Folge gesehen habe. Es sind nämlich noch zwei Spiele. Da gibt es dann 21 Spieltage hier in der Liga bei 10 Teams insgesamt. Tja, keine Ahnung, wie das so funktionieren soll. Was fortgeschießen, Bronze-Level. Bei dieser Übung sollst du den Ball über die Mauer lupfen und das Tor, besser noch das Ziel treffen. Die Ziele werden aktiviert, wenn du im vom Hütchen abgesteckten Bereich den Ball hast. LB halten plus B Lupfer. Oh, ich treff den, ich treff ihn. Oh, der war schlecht. Oh, der war auch schlecht. Und immerhin ins Tor, ne? Oh, an die Latte. Oh, wäre das jetzt cool gewesen. Scheiße. Zu kurz immer noch. Oh. Zu hoch, ey. Das ist ja schon ein bisschen komplizierter. Oh. Ah. Das war, habe ich die RB-Taste vergessen. Und der geht dran vorbei. Oh. Das probieren wir aber nochmal. Halt, ich hab... Oh, zum Glück. Wow, ich treff das Ziel. Und der geht... Oh! Egal, der ist erstmal drinne. So, jetzt kommt der hier. Der bereitet uns ja ein wenig Kopfzerbrechen. Und daneben. Scheißen Dreck aber auch. Gut, wir haben noch 4 Versuche. Oh, der war zu kurz. Aber, hab ich den einfach mal ausgetrickst. Immer noch. Ah gut, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Dann können wir das Spiel starten in Ruhe. So, SK Rapid Wien gegen Wiener Neustadt. Oh, da sind wir in den Spieler reingelaufen. Das war natürlich ärgerlich. Oh, haben wir den... Oh, nein, nein, wir lassen uns so schnell abdrängen. Das kann jetzt nicht sein. Oh, und da haben wir einfach den Ball verschenkt. Ab und zu verstehe ich auch nicht, warum die Spieler da nicht hinterhergehen. Das ist manchmal so unverständlich, wie das da irgendwie berechnet wird, dass die dann da ja auch einfach sagen, nö, die bleiben stehen. Guck, keine Lust mehr. Oh, ich dachte, ich spiele den durch die Beine. Da standen wir auch mit 3 Mann wieder um den Spieler rum und keiner geht zum Ball. Der kann da so locker durchpassen. Okay, das geht doch da rauf. Was macht ihr denn? Das ist auch so der Grund, warum... Was? So, die KI ist auch so der Grund, warum ich das nicht auf Weltklasse spielen möchte, weil ich nicht weiß, wie meine Spieler da reagieren. Das ist hier jetzt auf dem Profi schon so ein bisschen komisch. Also wenn da einer weiß, dass die auf... dass die auf Weltklasse auch mitsteigt. Die KI, dass die da schlauer werden sozusagen. Boah. Ja, spiel den Ball ruhig aus. Boah, der rennt mich da so über. Nein! Scheiße.
Alter, lass mich doch da durch. Nein, grätsch da vor, meine Wenigkeit. Oh, schön gemacht. Oh, ich dachte, du würdest rumspielen, deswegen habe ich auch immer vor, jetzt aber reingegrätscht. Oh, schön, aber. Lauf doch und dreh dich nicht erst so blöd um. Oh, schade. Das sah gut aus, aber hat doch leider nicht zum Erfolg geführt gerade. Und raus mit der Pille. Okay, ja, daraus war eigentlich nicht gemeint, sondern nach vorne weg zu mir raus. Oh, ich dachte schon. So, der macht auch mit Sicherheit wieder einen kurzen Pass. Ja, willst du auch nochmal was machen? Ich glaube, immer wenn der so lange da rumhampelt, macht er immer kurz, habe ich das Gefühl. Oh, schön, starte. Und stehen bleiben. Und, vernatzt. Und, oh, nice. Oh, wie kann man den nicht reinköpfen? Ey, war das schlechte Arbeit von denen. Um Gottes Willen. Wow, den hab ich tatsächlich noch. Und, oh, ich dachte, der geht da nochmal zurück. Oh, Mann. Wie soll ich denn hier auch eine Torvorlage hinkriegen? Das ist ja auch mir noch als Ziel gesetzt worden, eine Torvorlage. Aber das hast du ja gesehen gerade. Der ist einfach nicht in den Strafraum reingegangen. Schuss! Und er geht auf den Tor, Mann. Oh, okay, Halbzeitpause, was soll's. So, Spiel direkt fortsetzen. Wir können ja eh nichts dran ändern, solange wir kein Kapitän sind, glaube ich. Gerade. Nice. Und, oh, der hat den Gegner gleich wieder abgefangen. Och, jetzt steht euch da nicht selber im Weg rum, Jungs. Da kann ja jede F-Jugend besser. Oh, er verliert aber den Ball wieder. Und ich komme mir den Ball gerade auch nicht ergattern. Oh, Kinder, was macht ihr denn? Oh, schön. Gedankt. Oh, ich dachte, ich könnte ihm gleich wieder den Ball abnehmen. Hat aber nicht funktioniert. Machen wir aber so einen Pass, der kommt gut. Oh, schade. Oh, nice. Oh, nice. Ey, der hat mich doch so weggeschubst, Chiri. Das darfst du auch mal pfeifen. Du alte Pfeife. Oh, ein Wechsel steht an. Oh! Was war das denn? Ich habe doch den Schuss ein bisschen länger aufgeladen, oder nicht? Ich hätte doch ein bisschen stärker sein müssen.
Kann aber auch daran liegen, dass das wieder mit dem linken schwachen Fuß war. Das hat deswegen nicht so gut geklappt. Oh, Alter. Oh. Also ich als Stürmer jetzt alles machen oder was? Oh, danke. Oh. Mensch. Das hätte doch... Boah, was scheiße, Mann. Ich kann kotzen. Wahrscheinlich kriegen wir doch noch ein Tor. Oh, schön, da verlieren sie den Ball. Idiot. Oh, da wird gewechselt. Dann hört es einen Pfiffen. Abdul Al-Rahman Osman Ali. Hat keiner gesehen, ne? Wechsel, Wechsel, interessiert keine Sau. Oh, schade. Das wäre es ja noch gewesen. Hätten wir den Pass da so abgefangen. Oh Mann. Wir brauchen auf jede Offen. Gottes Willen, war das Abseits oder war das ein Foul? Hoppala, da kam einmal gerade die Maus reingerutscht in den Bildschirm. Schön gesehen. Oh, oh Mann, Junge. Nimm doch den Ball mal an, wenn der zu dir kommt. Also ich hoffe, das wird in dem Team, dass ich dann als nächstes spiele. Da ist das Spiel vorbei. Also in dem, wo ich als nächstes spiele, dass es da um einiges besser wird mit den Mitspielern und so weiter und so fort. Dann sage ich hier mal wieder vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.